Heute für euch, warum Narcissa Malfoy Lord Voldemort so sehr hasste. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Narcissa Malfoy, Lord Voldemort und die Kluft, die zwischen ihnen lag, sprechen. Narcissa Malfoy war nicht der größte Fan von Lord Voldemort, wie bekannt. Aber warum eigentlich? Gab es dafür ein oder mehrere spezielle Gründe? Aber bevor wir starten, bei Instant Gaming bekommt ihr die meisten Spiele, die ihr euch sonst woanders kaufen würdet, einfach günstiger. Und dazu zählt auch natürlich das neue Hogwarts Legacy Spiel. Dieses ist gerade um fast 30% reduziert. Momentan gibt es dazu passend ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Spiel eurer Wahl von Instant Gaming gewinnen könnt. Dafür klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Nun lasst uns aber direkt mit dem Video starten. Tatsächlich war Narcissa Malfoy mehr daran interessiert, die Rolle ihres Mannes im inneren Kreise der Todesser und des Dunklen Lords zu unterstützen, weil sie glaubte, dass sie das tun würde, was jede Ehefrau tun sollte, ihren Mann unterstützen. Sie wollte ihre Familie und ihren Ehemann vor allem schützen, was eine Bedrohung für sie darstellen könnte. Aber versteht mich bei diesem Punkt bitte nicht falsch. Narcissa Malfoy war nicht gegen alles, was die Todesser taten und tat das alles nur, weil sie Lucius unterstützen wollte. Ganz im Gegenteil. Sie war schon eine richtige Verfechterin des reinen Blutes und vertrat den Glauben ihrer Familie, dass die Zaubererwelt durch Zauberer und Hexen reinen Blutes wiederhergestellt werden muss. Wie viele von euch wissen, stammte Narcissa aus der Familie Black, die sehr starke Verfechter des reinen Blutes waren und davon ihre Blutlinie komplett reinzuhalten. Narcissa hatte zwei Schwestern, Andromeda und Bellatrix. Von allen drei Schwestern hat sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, was nicht nur die Partnerwahl angeht, sondern auch die Liebe zu wählen. Und das meine ich in keinster Weise sarkastisch, denn Narcissa heiratete Lucius Malfoy aus Liebe und nicht, weil sie musste. Wenn wir uns ihre beiden Schwestern angucken, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Andromeda Tonks zum Beispiel heiratete Ted Tonks und wurde daraufhin aus der Familie Black ausgestoßen. Aber das Positive ist, dass sie aus Liebe geheiratet hat, auch wenn sie aus der Familie ausgestoßen wurde. Bei Bellatrix Lestrange war es nochmals eine andere Geschichte. Sie heiratete einen passenden Partner, aber keinen, den sie liebte. Es war eine funktionelle Heirat eines Todessers, Rodolphus Lestrange. Er war ein Reinblut, nicht so wie Ted Tongs Muggel geboren. Bellatrix hat bestimmt nicht die angenehmste aller Ehen geführt, wie ich mir vorstellen kann. Narcissa hatte, wie ich schon sagte, beides. Sie hatte Glück, dass sie aus Liebe heiratete und auch, dass sie nicht verstoßen wurde, weil sie einen Reinblut heiratete. Narcissa unterstützte Lucius Malfoy in all seinen Entscheidungen und viele von euch haben sicher bemerkt, dass Narcissa keine Todesserin war. Jeder andere im inneren Kreis, der an dem Tisch im Herrenhaus der Malfoys saß, war ein Todesser, aber Narcissa hat nie das dunkle Mal erhalten. Und das hatte auch einen Grund. Sie wollte nicht ihr ganzes Leben lang im Dienst an Lord Voldemort verbringen. Sie wollte nicht, dass ihr Hauptzweck im Leben ist, in der Schuld des Dunklen Lords zu stehen. Ihr einziges Ziel war dafür zu sorgen, dass es ihrem Sohn Draco gut ging und dass er eine gute Erziehung genoss. Lucius hingegen war ein Todesser und stand voll im Dienst des Dunklen Lords. Er war für eine lange Zeit sogar seine rechte Hand und Narcissa vertraute ihm. Ihr Mann Lucius war in einer guten Position an der Seite des Dunklen Lords. Sie glaubten, dass Voldemort der Mann war, der den Wandel in der Welt der Zauberer herbeiführen würde. Doch das war, bevor sie die grausame und unverzeihliche Seite des Dunklen Lords sehen konnten, die sie nie zuvor gesehen hatten, weil Lucius sie nie zu Gesicht bekommen hatte, bis Voldemort wieder an die Macht kam. Die Wahrheit ist, dass Voldemort die ganze Zeit wusste, dass Lucius Loyalität schwankte und dass Lucius sich jedes einzelne Mal für sich selbst und seine Familie entscheiden würde, wenn es darauf ankäme. Er würde nicht den Dunklen Lord vorziehen, wenn er wählen müsste. Und wir alle wissen, dass Voldemort das einfach nicht dulden konnte. Voldemort wusste, dass Lucius nicht loyal war, und das erkannte er an zwei einfachen Punkten. Nummer 1, er behauptete nach dem ersten Zaubererkrieg, nachdem Lord Voldemort besiegt war, dass er unter dem Imperius-Fluch stand und nichts dafür konnte, teilgenommen zu haben. Todesser wie Bellatrix Lestrange waren da anders gestrickt, denn sie ging nach Azkaban für Voldemort. Und zweitens unternahm Lucius keinen Versuch, Voldemort nach seinem Verschwinden aufzuspüren. 1981 kamen Narcissas Cousin Sirius Black und ihre Schwester Bellatrix beide nach dem Fall von Lord Voldemort nach Azkaban.
Ihr Ehemann Lucius konnte diesem Schicksal geschickt entgehen, indem er behauptete, unter dem Imperiusfluch gestanden zu haben. Außerdem beriefen die Malfoys sich als Mitglieder der gesellschaftlichen Elite auf ihre Beziehung zum Zaubereiministerium, wie zum Beispiel zu Cornelius Fudge und Dolores Umbridge. Stattdessen zog sich Lucius mit seiner Familie zusammen in sein eigenes bequemes Leben zurück und mischte sich in Hogwarts ein. Voldemort war bei seiner Rückkehr zur Macht nicht so nachsichtig mit Lucius und bestrafte sein Versagen. Er bestrafte und demütigte ihn öfters, wie auch beim Versagen des Besorgens der Prophezeiung. Dann brachte der Dunkle Lord auch noch Lucius' Sohn Draco ins Spiel und bestrafte damit Lucius' Versagen noch mehr. Narcissa, die immer aus dem Schatten ihres Mannes heraus beobachtete, duldete nach einiger Zeit natürlich die schlechte Behandlung der beiden Menschen, die sie liebte, nicht mehr. Und so musste Narcissa nicht nur mit ansehen, wie ihr Ehemann bestraft wird, sondern auch noch, wie ihr eigener Sohn Draco mit gerade einmal 16 Jahren quasi dazu gezwungen wurde, einem riesigen Druck gerecht zu werden. Sie appellierte an Severus Snape, um ihrem Sohn Draco zu helfen. Damit war sie sogar erfolgreich, wie wir wissen. Draco versuchte, dem Ruf seines Vaters gerecht zu werden und tatsächlich der Todesser zu werden, der er zu sein glaubte. Du wirst wahrscheinlich bereits wissen, dass es Draco fast zerstört hätte und dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Voldemort wieder einmal Narcissas Mann Lucius bestrafen wollen würde. Also ist es keine Überraschung, dass sie ihre Chance ergriff, als sich die Gelegenheit bot. Sie zeigte ihre Tapferkeit in zwei Momenten. Der erste Moment war, als sie Voldemort direkt ins Gesicht log, indem sie ihm fälschlicherweise mitteilte, dass Harry Potter tot sei. Wenn es eine Sache gibt, die man bei Lord Voldemort nicht tun sollte, dann ist es, ihn anzulügen, da er fast immer alles wusste und Menschen lesen konnte wie kein anderer. Er hatte die Fähigkeit, Gedanken anderer Menschen anzuschauen und zu sehen, wenn jemand ihn anlügt. Nun, dieses Mal schien es eine Überraschung zu sein und es gelang ihr tatsächlich, vor Voldemort die Wahrheit zu verbergen. Sie wusste, dass Harry Potter die einzige Chance war, den Dunklen Lord zu besiegen. Sie hatte ihre Loyalität zu dem Dunklen Lord schon lange vor diesem Moment verloren, aber das war die erste Aktion, die sie tatsächlich gegen ihn aktiv unternahm. Es brauchte nicht viel, damit Narcissa ihre Loyalität zu Lord Voldemort aufgab, und das lag einfach daran, dass ihre Familie von ihm bedroht und misshandelt wurde. Da ist es also durchaus verständlich, dass sie ihre Prioritäten setzt, wenn sich die Chance bietet. Ihre nächste Tat war die Weigerung, an der Schlacht von Hogwarts teilzunehmen und sich nur um das Wohlergehen ihres Sohnes Draco zu kümmern. Sie sehnte sich nach dem endgültigen Untergang des Dunklen Lords. Sie wollte auf keinen Fall eine Welt mit dieser Person als Anführer haben, und sie war auch klug genug, um Harry Potter dabei zu helfen, ihn zu besiegen, indem sie Voldemort anlog und sich aus der Schlacht raushielt. Am Ende begrüßte Narcissa das Scheitern von Voldemort sehr, und deswegen tat sie, was sie tat und tun musste, um ihre Familie zu beschützen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.